Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Skywars, Leute. Ja, war eine kleine Parodie von Kassem Sarah und ja, Leute, ihr seht schon, was mir passiert ist. Und zwar habe ich Sarahs Kopf gewonnen. Ihr seht es ja hier selber. Ich könnte den Verkauf, also Leute, ich mache das sicher nicht. Ja, reparieren kostet auch extrem viel. Also Leute, ich bin jetzt die neue Sarah hier auf diesem Kanal. Nein, Spaß. Ja, kleiner Insider am Anfang. Ich habe Sarahs Kopf heute gewonnen. Ich bin extrem ausgerastet, muss ich mal sagen. Also ich habe es ja bei Instagram schon gepostet. Und ich habe jetzt ja auch Su Premium. Nochmal danke, wirklich riesen Dank an Flo, der mir das Ganze ermöglicht hat. Er hat mir Supreme geschenkt. Kostet eigentlich 20 Euro und er hat einfach 20 Euro mir geschenkt. Und ja, was können wir jetzt damit machen? Wir können in die Silent Lobby. Heißt, keiner sieht uns. Leckt jetzt ein bisschen rum, leider. Das heißt, hier ist einfach kein Mensch. Wir müssen jetzt wieder in eine normale Lobby gehen. Boah, das leckt echt rum, Leute. Ihr seht es ja selber. Ja, ist auf jeden Fall geil. Ja, was können wir noch machen? Wir können alle Schuhe, aber das gibt es auch beim normalen Premium. Wir können uns nicken. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt einfach mal in eine Runde rein. Und schauen einfach, was so geht. Wenn es mal gehen würde. Genau. Wir sind jetzt in einer Runde drin. Keiner weiß, dass ich das bin. Ihr seht das selber. Ich bin jetzt genickt. Oben steht nochmal der Nickname hier oben. Ich spiele mit Katis Pack, wie immer. Genau, also ich spiele eigentlich sehr viel mit diesem Texture Pack. Auch so privat sehr viel. Aber ich kann natürlich wieder ein anderes Pack reinmachen, wenn ihr das Ganze wollt. Ihr müsst einfach nur sagen, welches Texture Pack ich benutzen könnte. Ich könnte auch Default benutzen. Ja, nee, Default nicht. Fateful könnte ich benutzen. Boah, das laggt echt extrem, wenn man in eine Runde kommt, ne? Ich weiß nicht, ich habe in letzter Zeit echt sehr viele Ruckler und FPS-Einbrüche. Lauren schreibt mir gerade, also er meinte zu mir irgendwie so, ja, ich bin halt so ein Mensch, der schiebt halt alles immer auf einem anderen Zeitpunkt, Leute, ja, ich bin so ein Mensch. Ja, ich bin halt so ein Mensch, Leute, ihr müsst euch mal überlegen. Er hat mir auch geschrieben so, ich schreibe ihn kurz zurück. Ja, kein Problem, kannst du mir ganz sagen, wenn du irgendwas von mir willst. Also er meinte halt so, ja, ich bin halt so ein Mensch, der halt immer sagt, ja, können wir reden, und dann sage ich immer gleich, und dann komme ich nicht. Leute, das kann passieren, ja. Ich bin so ein Mensch, der schiebt halt alles immer auf einem anderen Zeitpunkt, und das ist auch bei den Hausaufgaben und so weiter so. Also ihr kennt das sicherlich, eure Mutter sagt so, ja, Fabian, du musst jetzt Hausaufgaben machen, und dann so, ist halt das beste Beispiel, meine Mutter sagt so, ich muss Hausaufgaben machen. Dann ich immer so, mache ich später. Und dann meine Mutter nach einer Stunde so, hast jetzt endlich die Hausaufgaben gemacht? Und ich so, nein, mache ich wieder später. Ja, ich bin so ein Mensch, der schiebt das relativ oft rum. Also macht das dann eigentlich doch nicht. Ja, es tut mir sehr leid, dass ich so bin. Aber ja, ich wollte das einfach mal angesprochen haben, damit das die Leute einfach Bescheid wissen. Das war auch bei Marcel so, der hat sich auch extrem aufgeregt. Ich habe immer gesagt, ja, wann können wir zocken. Ja, ich zocke halt momentan sehr viel mit Leuten privat, also mit Jana, mit Sarah, Sarah ist gar nicht da, aber mit Jana zocke ich sehr viel und so weiter. Jetzt bin ich gespannt, wer die Runde gewinnt, ne? Ein Alex, okay, ich glaube, der ist vielleicht sogar genickt, das könnte theoretisch sein, das werden wir gleich erfahren. Okay, er hat schon mal gute Rüstung. Och nee, Leute, ich krieg ihn vielleicht. Habe ich ihn bekommen? Es laggt. Ich glaube, ich habe die Runde gewonnen. Okay, GG auf jeden Fall. First Try, Leute, eine Runde gewonnen. Gut, wir machen noch eine Runde. Komm, das ging jetzt so schnell. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. So, wir nicken uns natürlich wieder. Also eigentlich bleibt das genickt. Eigentlich, das laggt in der Lobby echt ein bisschen rum, Leute. Ihr seht das selber. Es laggt echt ein bisschen rum. Also wir können einfach hier, wenn ich einmal hier den Nick drücke, dann bleibt das für immer drin. Und man kann es einfach wieder rausmachen, wenn man es nicht möchte. Ich spiele jetzt eigentlich sehr viel genickt. Also, dass ihr mich seht, ist die Chance jetzt ein bisschen geringer. Aber es haben mich schon sehr... Haben mich letztes Mal zwei Leute erkannt oder sogar drei Leute. Und die haben sogar meinen Namen in den Chat geschrieben. Also danke auf jeden Fall an euch. Ich habe letztes Mal Xalox in der Runde getroffen. Auf jeden Fall Doppelpiece an dich. Ja, ein bisschen von Tanzverbot. Ich bin halt so ein Tanzverbot-Fan, ihr dürft es mir auch nicht übel nehmen. Ich weiß, er ist halt ein bisschen fett, aber Leute, ohne Witz, das Aussehen, er kann ja trotzdem ein total netter Mensch sein, ja. Das Aussehen sagt wirklich nicht so viel aus jetzt. Aber wenn eine Person gut aussieht, dann, ja, sieht es trotzdem nochmal ein bisschen Ticken besser aus. Aber, ja, das Aussehen, das kann eigentlich relativ egal sein. Zum Beispiel könnt ihr auch denken, vielleicht könnt ihr euch ja denken, wie ich aussehe.
Man hat es ja auch in ein paar Videos vielleicht so ein bisschen gesehen. Oder man hat ja gestern zum Beispiel bei dem Video meine Mutter so gehört, wie die rumgeschrien hat. Oh mein Gott, ja, komm, das habt ihr jetzt mal gehört. Wie meine Mutter einfach im Zimmer immer reinkommt, Leute. Das stört mich extrem. Wenn ich aufnehme, kommt die immer rein. Ich verstehe das echt nicht. Dieser Step X29 ist wahrscheinlich auch genickt, aber okay. Passi heiße ich. Also mit diesem X wieder. So wie Kati heißt ja auch irgendwas mit X. Also Kixi eigentlich wird es ausgesprochen. Ich finde, der Name klingt relativ gut, obwohl da ein X drin ist. Obwohl ein X immer ein bisschen komisch klingt, also zum Aussprechen her. Ich kann Fastbridge, ja, aber in Skywars mache ich das nicht. Boah. Boah, krass, Leute. Das war nochmal gerade so Glück gehabt. Ja, obwohl, das ist jetzt ein bisschen Fail. Hier ist gar keiner mehr. Gut, wir haben jetzt schon mal eine Runde gewonnen. Auf jeden Fall, ich bin gar nicht so schlecht. Ich habe mich in Skywars jetzt, ja, relativ gut eingefunden. Also, ich habe schon eine Zeit lang kein Skywars gespielt. Und jetzt bin ich wieder relativ drin. Genau, also, boah, der hat schon Full Dia hier. Hat der einen Steve? Nein, hat er nicht. Ich habe schon gedacht, den Skin. Ich hätte so gerne Enderperle jetzt, aber ich habe leider keine. Ach, mein Clan ist jetzt auch anders. Lol. VL. Wisst ihr, was VL heißt? Okay. Jetzt wird jeder denken. Jetzt wird Stefan auch denken. Stefan, du wirst sofort denken. Oder Moritz, ihr werdet sofort denken, was VL sein könnte. Ja, ich sag nichts. Ich will nichts verraten. Aber Leute, ich kann euch eins sagen. Also, ich habe mal gesagt, ich wohne da so in der Nähe von der Stadt Villach. Und das V heißt wahrscheinlich Villach und das L heißt Land. Also ich wohne in Villach-Land so ein bisschen. Das ist die Gegend halt. Ist halt relativ geil hier, ne, in Villach, ne. Gehe ich auch zur Schule und so weiter. Kann ich immer ein bisschen ansprechen. Ja. Finde ich auf jeden Fall extrem geil, meine Schule, obwohl die jetzt... Vielleicht nicht so, wie viele Leute sterben denn hier? Und da ist auch noch einer. Soll ich mich rüberbauen? Komm, den klatschen wir. Vielleicht haben wir sogar zwei Runden dann gewonnen, ne? Also man weiß ja nie. Wir können auf jeden Fall alles noch gewinnen. Wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Wir haben ja wenigstens eine Runde gewonnen. Komm her, du. Ich hab auf jeden Fall Pyro, Leute. Also Pyro ist wirklich ein richtig geiles Kit. Ich feiere das Kit einfach extrem. Okay, er ist da. Hat er für ein Schwert? Ich glaube, der hat auch Pyro. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Er kann ruhig herkommen. Dann kriegt er einen aufs Maul. Warte mal, Lava-Eimer brauche ich auf jeden Fall. So, das Feuerzeug brauche ich eigentlich nie. Oh nein, oh nein, oh nein. Nein! Als ob. Wie krass, Leute. War der genickt? Boah, nein, Leute. So knapp verloren. So knapp. Zwei Runden hintereinander fast gewonnen. Ja, gut, Leute. Dann würde ich eigentlich schon sagen, war es das mit dem Video. Ich entnicke mich mal wieder. Oh, X-Ferrero, Leute. X-Ferrero ist da. Komm, lass mal X-Ferrero suchen. Ich habe schon mal eine Idee, was ich mache. Okay, X-Ferrero ist weg. Ich dachte jetzt einfach... Leute, ich kann auch fliegen, Leute. Ihr seht selber. Ich wollte gerade zu X-Ferrero so hingehen und dann einfach so machen, ne? Oh, hi, X-Ferrero. Ich bin Sarah. Nein, Spaß. Ich finde das einfach so lustig, ne? Mit dem Kopf hier einfach ein bisschen rumspielen. Ich habe den ja... Ich habe drei Kisten geöffnet und eine... Leute, ich kann euch sagen, was ich bekommen habe. Ich habe einmal das hier bekommen. Link ist nicht so gut. Ist einfach ein Kopf. Dann habe ich einmal das Kit Morpher gewonnen, das ich leider schon verkauft habe. Und dann habe ich am Schluss einfach Sarah gewonnen. Ich kann das Video auch einblenden, Leute. Also ich habe das ja am Anfang schon eingeblendet. Einfach wie krass es war, Leute. Ich habe so rumgeschrien. Ich habe zum Glück die Aufnahme, die Tonaufnahme. Ich habe zum Glück den Ton nicht aufgenommen. Sonst hättet ihr einfach so, da wär ich war so richtig am Übersteuern. Es wäre einfach so geil gewesen, Leute. Hättet ihr das gesehen? Oh mein Gott, ihr hättet sicher abgeschalten, weil ich so übersteuert wäre, ne? Hätte ich den Ton aufgenommen, aber habe ich ja nicht. Okay, Leute, dann würde ich eigentlich schon sagen, was ist mit diesem Video? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao. Yeah.